Moin Leute, wir sind's wieder, Leon und Alex. Ja, zu einem neuen Spiel, kann man sagen, Bus Simulator 21, ja. Next Stop. Ja, wir sind hier heute aktuell unterwegs im Cetra. Wir machen jetzt dann eine Schulbus-Reiselinie, nennen es, wie es wolle. Ja, aktuell sitzt Alex noch im Bus und wird Fahrkarten kontrollieren. Das wird eigentlich nicht immer so sein. Normalerweise soll er auch fahren. Ich wurde aus dem Spiel geworfen. Hä? Och, ja. Mann. So, ich hab mal kurz pausiert. Okay. So, Leute. Wir haben das kleine Malheur mal ganz kurz gefixt. Ja, für euch war das jetzt nur ein ganz kleiner Cut. Für uns war das jetzt natürlich ein bisschen mehr, aber ist jetzt wurscht. Genau. Eigentlich sollte Alex auch einen Bus fahren. Das Problem ist nur, er kann irgendwie nicht auf meine Routen zuweisen. Und ich finde das bescheuert, dass er sich eine eigene Route erstellt. Das finde ich einfach ist bescheuert. Das soll auch eigentlich wahrscheinlich nicht so sein. Deswegen. Genau, wir fahren aktuell eine Schulbuslinie. Das ist einer der letzten Haltestellen hier tatsächlich. Genau. Und ja, wir werden jetzt hier schön gemütlich mal brettern. Und wir haben jetzt natürlich einen kleinen Zeitdruck, aber müsste gehen. Genau. Und ja, wir haben uns so gedacht, wir machen das hier jetzt einfach mal, ne? Und ja, nur kurz zu euch, für euch zur Info. Ellerbach wird nicht mehr kommen, da gab es einfach kleine Komplikationen mit einer Person. Und da wir ja rechtlich abgestützt sein wollen, haben wir alle Videos runtergenommen, weil man hört ja seine Stimme dort und. Genau. Tut uns leider sehr leid, wir werden aber bald mit dem Projekt weitermachen, werden dann aber einen Neustart machen. Das genau. Werdet ihr aber alles dann noch sehen. Genau, und was ich auch noch sagen wollte ist, im Singleplayer wird bei mir leider Gottes auch Transport Fever 2 ab Donnerstag wegfallen. Ich glaube Donnerstag kommt noch eine. Also heute kommt auf jeden Fall noch eine und Donnerstag müsste glaube ich auch noch eine kommen. Dann fällt es aber erstmal wieder weg. Dafür versuche ich aber am Wochenende einen Livestream. Alter, ich habe Vorfahrt, du Sack. dafür werde ich aber gucken, dass ich am Wochenende dann einen fetten Livestream mache, weil ja, bin halt aktuell dadurch, dass ich nächste Woche Abschlussprüfung habe, ein bisschen eingeschränkt. Genau. Gut. Dann würde man sagen. Bretter, machen wir weiter, wa? Alter, wir haben noch 3 Minuten. Oh! Alter, schieb dein Karrer, Junge! Digga! Wie lange haben wir denn noch? Ah ja, es dauert schon noch ein bisschen. Das dauert schon ein wenig. Wir sind ja jetzt erst an der Schule. Nee, ich dachte, bis wir an der ersten Haltestelle sind. Ach so, ja, nee, die kommt jetzt dann. Weil die Schule ist die erste Haltestelle, du Trottel, wir holen die gerade ab. Ja, ich weiß. Ja, moin. Wir sind da. Moin, Venice! Realschule. Wir sind da. Guten Tag, willkommen bei dem besten Busunternehmen der Welt. Im ganzen Universum steigen. Bitte nicht ganz hinten in der Affenschaukel sitzen, danke. Hey, das ist mein Platz. Die sich einfach neben mich. Alex, mach mal den Typen da bei der Tür frei. Ich glaube, der hat Kopfhörer auf, der hat ein bisschen geschlafen. Geh mal von der Tür, Druck kommt. So, ihr habt natürlich auch alle eure Fahrkarten dabei, gell? Sonst sperren wir euch natürlich in den Keller. Oh, warte mal, wir müssen mal drehen. Wir drehen mal hier vorne dann gleich. Ich kann ja die Tickets gar nicht überprüfen. Mich? Ne, kann ich nicht. Meine Fresse, sind wir Kinder, wir haben keine Tickets. Ja, aber das müsste eigentlich gehen. Warte, ich guck mal, ob ich das kann. Oh, lol. Okay, das haben die dann
Das haben die dann scheinbar wirklich so eingebaut. Ja, dann tut's mir leid, Alex. Eigentlich sollte das gehen. Also ich hab da. Hä, aber ich hab das bei Schulkindern schon mal gemacht, da hat das auch funktioniert. Egal. War's komplett. Funktioniert halt nicht. Kompaletti. Kompaletti, komm. Schau mal, das ist dein Kollege. Guck mal, ob du den übernehmen kannst. Ja, lass mich mal gucken. Hey! Genießt du die Fahrt oder fährst du lieber so? Geht, oder? Ja. Perfekt. So, dann seht ihr jetzt nämlich doch, wie Alex hier rumballert. Du fährst aber ein bisschen andere Linie. Du müsstest normal schon abfahren können. Ja. So, dann hat's ja doch irgendwie funktioniert. Ey, das ist ja auch dämlich, Digga. Naja, egal. Es hat ja jetzt auf jeden Fall erstmal funktioniert. Das ist schon mal der Punkt. So, mitten auf der Straße einmal wenden. Ja, das musste ich auch. Weil ich verstehe das irgendwie immer nicht so ganz. Bei diesen Routenplaner wurde mir zwar eigentlich angezeigt, dass er mich dann hinten rum schickt, also oben rum, so dass ich nicht drehen muss bei der Schule, aber irgendwie machen die das dann, wenn man den Fahrplan fährt, nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum. Ganz komisch. Mhm. Später kann man dann auch gerne mal die Routen tauschen. Weil meine ist ein bisschen länger wie deine. Okay. Und natürlich auch spannender. So, ja, Leute, wir hoffen natürlich, ihr hattet einen relativ guten Start in die Woche. Aktuell ist Dienstag, wo wir das gerade aufnehmen. Stimmt, ja. Genau. Ja, tut uns natürlich leid mit dem Ellerbach-Projekt, war so nicht geplant, aber ist halt jetzt so, was will man machen. Ja, da geht auch nochmal ganz, ganz fetter Gruß und ein ganz fetter Kuss an die Person raus an der Stelle. Jo, das war's dann mal wieder komplett. Ja, Gruß und Kuss an die Person, also wirklich echt nett. Ach, übrigens, falls du das Video gerade siehst, du wolltest ein Gespräch mit uns haben, du hast dich immer noch nicht gemeldet. Ja, ich glaube, der musste sich gerade in den Insi-Modus schalten. Ja. Na, ich sehe gerade, weil er dann doch gemerkt hat, dass er insolvent ist. Oh ja, es ist grün, du darfst fahren. Meine Fresse, ey, wirklich, Leute. Ich bin gestern auch in Real Life 5 Minuten an der roten Ampel gestanden. Im Regen. Weil die roten Ampel war einfach kaputt. Ja, so was nenne ich Karma. Was für Karma? Naja. Ich könnte jetzt eine Story ziehen, aber das mache ich jetzt mal nicht, weil das wäre bodenlos. Hä, was denn für Karma? Nix, alles gut. Ich wüsste jetzt nicht, was ich gemacht habe. Junge, der eine, der bremst hier der bremst hier an so einem Bahnübergang einfach mal auf 40 runter, Junge. Ganz normaler Tag. Das war einmal der aussteigen, wer aussteigen muss. So, tschüss. Abfahrt. Übrigens würde ich dir raten, ordentlich zu fahren, weil das dann steigt die Beziehung zu der Schule. Ja. Und Schlaglöcher mögen die gar nicht, also da muss er ganz gewaltig aufpassen. Alter, ich fahre ja gerade über Kopfsteinpflaster, mein Lenkrad rastet gerade richtig aus, muss das festhalten. Ne. Kopfsteinpflaster, Alter. Das heißt doch so. Ja, ich weiß, heißt auch so. Warum das Kopfsteinpflaster heißt, weiß ich jetzt auch nicht. A, warum heißt es Pflaster? B, warum heißt es Kopf? Ja gut, Stein gibt Sinn, weil es ist ein Stein, aber Kopfsteinpflaster? Ja, aber warum hat sich damals gedacht, ach, das nenne ich Stein?
Oder das nenne ich einen Baum, oder das nenne ich einen Bus, oder das ist ein Auto, das ist ein Zaun, das ist ein Gras. Ja. Das ist Gras zum Rauchen, das ist kein Gras zum Rauchen. Das sind Blätter. Kann man natürlich auch rauchen, ist aber, glaube ich, nicht so angenehm. Und du musst manchmal bei den Passanten aufpassen, die latschen manchmal einfach über die Straße, obwohl sie sehen, dass du 2 Meter vom Fußgängerüberweg bist. Ich bin mittlerweile sehr froh, dass sie mittlerweile das Strafensystem für die Personen rausgemacht haben, weil früher war es halt immer so, für jede angefahrene Person musstest du Schadensersatz von 200 Euro oder so zahlen, glaube ich. Das haben sie mittlerweile rausgemacht, aber du kriegst halt trotzdem den abgezogenen Punkt und das ist halt kacke. Alter, ich fahre hier durch die übelste Walachei, Junge. Wird sogar angezeigt, wie weit weg du von mir bist. 1,3 Kilometer. Die zwei in die Freefield-Siedlung. Ich fahre jetzt gerade zum Windfield West. Okay. Mit 70. Da sind wir an der Bushaltestelle. Ladest du deine ersten ab oder schon die nächsten? Meine ersten jetzt. Ja, kann ja nicht so. Weil ich habe meine erste Haltestelle ja schon. Ah ja. Junge, das ist eine ganz schöne Strecke, die ich hier fahren muss. Alter, ist ja bodenlos. Ja, jetzt muss ich hier Senioren fahren. Hä? Seniorenticket. Hä? Das ist ein Schulbus! Ja, aber hier, jetzt steigen bei mir sind gerade. Ich muss jetzt jemanden eine Seniorenkarte machen. Ach so, okay, das Kassensystem. Okay, das ist geil. Das Kassensystem ist also nur bei mir ausgeschalten. Weil ich hab das ausgeschalten, bei mir geht das immer ein bisschen auf den Sack. Jedes Mal wieder diese Tastenkombi und so. Weil ich spiele das normalerweise immer ohne Lenkrad, deswegen, und da ist die Tastenkombi so kacke. Und ja, deswegen habe ich das bei mir deaktiviert. Finde ich geil, dass es bei dir einfach aktiviert ist. Ach so, Anzahl 3, ja, meine Fresse. Zumal das bei dir jetzt Senioren einsteigen, das gibt ja mies keinen Sinn. Du fährst aber schon noch Schulbus, oder? Ich weiß es nicht. Ja, sind bei dir alle Kinder ausgestiegen, oder was? Habe ich eine gültige Fahrkarte? Ich weiß es nicht. Aber, ja gut, aber du musst ja noch die Schulbusroute fahren, weil wir haben ja keine andere Route, die du aus Versehen fahren könntest. Ja. Und außerbetrieblich kannst du nicht fahren, weil dann steigt keiner ein. Ja. Also doch, kannst du schon, aber das bringt dir nichts. Alter, was ist denn das für eine Bau... Alter, bist du geisteskrank! Boah, leck mich am Arsch, ich hätte gerade fast ein Kind über den Haufen gebrettert. Oha. Alter, die hat Arschglück gehabt, Junge. Na, weißt du, was? Oh, meine Fresse, jetzt will hier jeder ein Ticket. Und jetzt labert irgendeiner in meinem Bus, ich war so froh, als er endlich zugestimmt hat. Denn es war halt wirklich so, ne? Ich fahr so ganz normal, ne? Fahr ich da so hin. Auf einmal, ich sehe jemand, die wollen über den Fußgängerweg latschen, ne? Da haben wir so gedacht, ja, die werden doch safe noch warten, weil, ne? Nur die Harten kommen in den Garten. Deswegen dachte ich halt, die warten, Junge, das Kind rennt einfach über die Straße. Währenddessen ich da gerade mit 70 angeballert komme. Perfekt. Ah ja, jetzt schiebe ich gerade ein Auto vor einen Bus. Ja, meine Fresse, dann fahr halt weg. Vorne vorbei! Hinten 3 und vorne 2! Ah ne, andersrum! Alter, ja, fahrt halt zu!
Was hat der Pisskopf da drin gerade gelabert? Ich glaube, ich muss mal Innenansicht fahren. Ah, nee, das ist kacke. Ich fahre immer in Innenansicht. Ja, aber Lenkrad, ohne Lenkrad ist Innenansicht scheiße. Also, ich fahre halt mit Lenkrad, ne? Lüsterweg ist meine nächste Haltestelle. Ups. Also fährst du schon noch den Weg? Ja. Die nächsten bitte! Tschüss! Schönen Tag noch, wir sehen uns morgen! Ah ne, morgen sieht's aber einen anderen Kollegen, ne? Genau, danke, tschüss! Bei den Routen werden, by the way, keine Busse getauscht, also wir tun dann, beziehungsweise doch, also wir tun quasi uns komplett wechseln, aber es ist jetzt nicht so, dass du dann der Strecke mit deinem MAN fährst und ich mit meinem Set drauf der anderen, wir lassen die Busse einfach auf den Routen und ja, wechseln nur die Fahrer. Ist ja auch nicht so schlimm, oder? Nö. Ich verstehe das nicht, wie bei dir einfach Senioren einsteigen. Ich musste ein paar Seniorenkarten gerade drucken, ja. Weil eigentlich bist du ja ein Schulbus und du scheinst ja immer noch deine Route zu... Oh fuck, ich hab die Tür aufgemacht. Ups. Immer noch die Route zu fahren. Ja. Und bei mir steigen ja auch keine ein, mal davon abgesehen. So, jetzt sind wir hier gleich an der nächsten Haltestelle. Oh mein Gott, da stehen wieder nur lauter alte Leute. Da mach halt dein Kassensystem aus, wenn dir das auf den Sack geht. Ja, oder stell es runter, dass weniger. Ja, in den Einstellungen. Also, das ist mir schon bewusst, aber da habe ich vorher gerade schon geguckt. Gameplay, oder? Ja, müsste. Dann. Oh, hier ist eine Bahnschranke. Alter, da ist ein LKW. Wahrscheinlichkeit von Sonntagsfahrern. Digga, was ist er denn für ein Hundesohn, Digga? Ach, der hat keine Ahnung. Junge, er bleibt einfach währenddessen stehen. Junge. Ey, der LKW-Fahrer war gerade so ein Hundesohn. Wir sind so auf der Kreuzung, ne? Das Auto vor ihm fährt. Der LKW, der links neben ihm steht, der hält sogar. Der bleibt stehen. Und er bremst einfach knallhart ab, Digga. Okay. Und ich konnte nicht mehr da bremsen. Beziehungsweise, ich stand ja davor schon. Ja. Aber dann sind wir wieder losgefahren. Und ich dachte halt, ja, der wird auch gleich weiterfahren. Und auf einmal bremst er wieder. Okay. So, tschüss, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Oh, jetzt muss ich hier so einen scheiß Wertgegenstand suchen. Ja, bei mir war er auch. Ja, keine Ahnung. Ja. Oh, da hat jemand eine. Mein Gott, das wird bestimmt Ärger bei der Familie geben. Da hat einer einfach einen Korb mit bunten Ostereiern im Bus vergessen. Naja, die fresse ich jetzt, passt schon. Den Korb behalte ich natürlich, aber... Den kann er morgen wieder haben, aber die Eier, die fresse ich natürlich, das ist klar. Geil, da ist sogar Salz mit drin. Auf realistisch angelehnt, machst du wohl. Auf ganz realistisch angelehnt, ja. Ah ja, cool, hier möchte einfach keiner einsteigen. So, jetzt habe ich nämlich die meiste Strecke schon abgearbeitet. Jetzt kommen nur noch diese ganzen Stadtbushaltestellen, wo alle 500 Meter eine kommt. Davor bin ich halt mal so gefühlt 4 Kilometer gefahren und es kam einfach gar nichts. Nee, finde ich auch gerade echt cool, weil bei meiner Bushaltestelle wollte einfach gar keiner einsteigen. Ja, passt doch. Ja, okay. Eigentlich sollte auch keiner einsteigen, weil du fucking Schulbus bist. Ja, ich musste da Bahn halten.
Ja, weil du ein Schulbus bist. Das wird deine Schulhaltestelle gewesen sein. Ja, ach was, genau pünktlich. Na, was denkst du alle? Olle Zippe hier. Genau, ich glaube, aber ich fahr grad Junge, was denkt die denn von uns? Stellen, sondern ich fahr, glaube ich, normal im Unterhalt. Obwohl, bei mir werden Kinder angezeigt. Ach, keine Ahnung. Wird bei dir der Schul, wird bei dir Schulsymbol angezeigt oder so zwei Kindersymbol? Zwei Kindersymbol? Ja. Ja, also so ein Symbol mit einer Mutti und einem Kind. Ja, genau. Also aber du kannst, aber Alex, du kannst keine andere Route fahren. Wir haben bloß die zwei Routen. Ja, deswegen, keine Ahnung, das macht gar keinen Sinn. Ich find's auch gerade geil, Digga. Ja, ich mache jetzt einfach mal zwischenzeitlich ein bisschen Pause, Digga. Alter, ich war gerade an der Bushalte mit 9 Minuten Verfrühung, Alter. Okay. Einfach 9 Minuten zu früh. Wobei, ich stehe jetzt eigentlich als Schüler feiern. Oh, jetzt regnet es, Alter. Ja, aber ich hab's bei mir auch mal gesehen. Kinderschüler okay, perfekt. Hier, hier funktioniert wenigstens die Synchronisation im Gegensatz zum LS. Ja, das stimmt. Wo einfach mal in der Galgenberg bei dir geregnet hat und bei mir nicht. Raps bescheuert, Alter. So, jetzt baller ich hier gerade mal mit 100 an der City, an der Suite vorbei. Ja, jetzt fahre ich erstmal wieder ein 4 Kilometer gefühlt. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Soll ich schnell mal LKW überholen mit 100? Oh, das ist schon geil, ne? Endlich mal W durchzudrücken, ohne zu wissen, dass man Strafe bekommt, weil man kann nicht zu schnell sein oder fast nicht zu schnell sein. Ja, komm, nee, Digga. Auf den Wichser habe ich jetzt gar keinen Bock. Mein Gott, dann soll er seine dreckslaute Musik hören, Alter. Ich tue jetzt bei 100 nicht abbremsen, um dem Wichser zu sagen, dass er die Musik leiser machen soll. Mann, wie ging denn Scheibenwischer nochmal? Oh. Jetzt wird hier bei mir die ganze irgendwas angezeigt, dass ich irgendwas im Bus klicken soll. Aber was soll ich denn hier drücken? Oh, also wirklich manchmal das Game. Also, ja. Ach so, die meinen den Scheibenwischer. Mit der Taste P, ne? Nee. B. Ah, perfekt. Mann! Ey, der Typ fuckt mich so ab, Junge. Jetzt hat er mich dann am Ende doch ausgebremst, weil ich hab dann in diesen Spiegel oben reingeguckt in der Mitte. Musste aber hardcore abbremsen, weil ich habe ja nichts mehr gesehen. Ja, und dann, weil ich aus dem Spiegel nicht mehr rauskam, habe ich dann auch noch ein bisschen Strafe kassiert, weil ich zweimal den Randstein kutschiert habe. Mann! Pisskopf, Alter. Beim nächsten Mal lässt seine Kopfhörer da zu Hause. Muss hier keine Musik hören. Oh, der andere bremst wieder runter bis nach Ohio. Ach, der hat mich fast vorbeigefahren. Es regnet jetzt aber ganz schön, du. Ja, jetzt dringend sich. Jetzt habe ich schon wieder die Tür aufgemacht, Junge. Ich öffne bei mir mittlerweile immer nur die erste Tür. Echt? Ja. Nee, ich mache immer beide. Ah ja, hier steht Beziehung zu Secondary. Ja, dann fährst du noch für die Schule. Warte. Oh, jetzt hört er wirklich jemand bei mir auch Musik. Irgend so eine Opernmusik. Oder Chormusik, keine Ahnung.
Ich find's auch so geil, ne, dass die im Spiel einfach nicht alles auf Deutsch übersetzt haben, ne. Es gibt einfach manche Wörter, die werden dir unten trotzdem auf Englisch angezeigt, okay, obwohl das Game auf Deutsch steht. So, Feierabend, perfekt, Abfahrt, tschüss, danke. Bis zum nächsten Mal, ne. Vergesst eure Regenschirme nicht, danke, Abfahrt. Oh, wir machen da aber mittlerweile schon gut plus, Alter. Boah, wird Schotter gemacht, Digga. Junge! Ja, wir müssen aber noch ein bisschen warten, Kiddies, ne? Du musst aber ganz gewaltig. Ah, nee, warte mal. Das stelle ich mal ganz kurz um. Sonst passiert mir das nämlich gleich. Und da habe ich. Also. Absolut keinen Bock drauf. Und zwar. Ah, nee, warte mal, das muss ich bei mir in den einzelnen Einstellungen umändern. Das werde ich auch ganz kurz. Weil das werde ich nicht gedulden. Und zwar werde ich nämlich unter Gameplay gehen, allgemeine Einstellungen und werde Übernahme bei Inaktivität ausschalten. Weil das hat mir schon so oft mein Genack gebrochen, ne? Weil das Problem ist, es war dann ganz oft so, ich wollte dann warten, weil ich viel zu früh war, ne? Wollte ich halt an der Bushalte warten und hätte noch 10 Minuten Zeit gehabt, ja, oder so. Und auf einmal hat, weil sich das Spiel so dachte, naja, er ist ja inaktiv, hat dann mal schnell einen Busfahrer übernommen, ist ja kein Problem, ne? Aber wenn ich den Bus dann wieder übernehmen wollte, hat er auf einmal 4 Minuten Verspätung gehabt. Mhm. Perfekt. Oh je. Yeah. Gibt's bei mir safe Essen? Ja, bei mir auch gleich. Ach. Genau, jetzt sind wir hier bei der Endstation. Hab's gewusst, bei mir gibt's jetzt natürlich Essen. Ja, ja, aber ich bin jetzt eh auch bei der Endstation. Alle raus! Ja, ich noch nicht. Ich noch nicht. Ja gut, dann machen wir kurz Abmod, oder? Jo. Warte. So Leute, ja, das war's jetzt aber erstmal für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, checkt unsere Kanäle alle ab und wir sehen uns. Bis dann, tschüss. Tschüss.